Das magische Viereck. Ziele der Politik in der Wirtschaft. Das ist Deutschland. Das Land erlebte in den 60er Jahren ein Auf und Ab in der Wirtschaft. Sie ist stark gewachsen und im folgenden Jahr war es nicht mehr so rosarot. Die Politik hat ein Gesetz zur Stabilisierung der Wirtschaft erlassen. 1967 wurde das Stabilitätsgesetz erlassen. Dieses wird Volksmund und in der Schule auch als magisches Viereck bezeichnet. Es beinhaltet die wichtigsten Punkte, um die Wirtschaft stabil zu halten und Wohlstand für viele oder am besten alle zu erreichen. Ein stetiges und angemessenes Wirtschaftswachstum ist der Garant dafür, dass es der Wirtschaft gut geht. Die Wirtschaft sollte jedes Jahr um 3% wachsen. Somit entstehen neue Arbeitsplätze. Alles darunter wird durch den technischen Fortschritt aufgezehrt. Gemessen wird das Wachstum am Bruttoinlandsprodukt. Das sind alle Güter und Dienstleistungen, die in einem Jahr erstellt wurden. Der zweite Pfeiler ist ein hoher Beschäftigungsstand. Durch Wirtschaftswachstum entstehen neue Arbeitsplätze. Mehr Menschen finanzieren ihr Leben durch eigene Arbeit. Gemessen wird dieses an der Arbeitslosenquote. Hier spricht man ab einem Wert von 4% Arbeitslosen von Vollbeschäftigung. Allerdings kann man auch die offenen Stellen mit den Arbeitssuchenden vergleichen. Wenn viele Menschen in Arbeit sind, dann verdienen sie auch eigenes Geld und können mehr konsumieren. Damit erhöht sich die Nachfrage nach Produkten und die Hersteller können die Preise erhöhen. Somit ist das dritte Ziel die Stabilität des Preisniveaus. Dieses wird mit der Inflationsrate gemessen. Sie sollten nahe bei aber unter 2% sein. Abschließend kommt noch der Außenhandel dazu, also Exporte und Importe sollten im Gleichgewicht sein. Von Gleichgewicht spricht man, wenn die Zahlungsbilanz bei ca. 1% Unterschied liegt. Deutschland ist allerdings ein Exportland. Dieses bringt aber Arbeitsplätze in Deutschland. Das magische Viereck heißt so, weil es sehr schwer ist, alle Ziele gleichzeitig zu erreichen. So beeinflussen sich Wirtschaftswachstum und der Beschäftigungsstand positiv. Der Beschäftigungsstand und das Preisniveau stellen einen Zielkonflikt dar. Welches Ziele gerade verfolgt werden, ist stark abhängig von der Regierung und dem aktuellen Geschehen. Im Verlauf der Zeit wurde das magische Viereck zum Sechseck erweitert. Mehr dazu später. Dir hat dieses Video gefallen. Auf meinem Kanal findest du weitere Videos aus der Berufsschule. Ich freue mich auf deinen Besuch.